So. Die letzten Kinder. Okay, Leder wird wieder richtig viel mehr, das ist gut. So, dann kannst du mal wieder ruhig schustern. Hier haben wir noch 4, also 12. 12 mal 4, 48 Gold. 46 Gold. Da hoffe ich einfach mal, dass wir die hier oben besiegen können. Und ja, die hier unten sind wirklich out of order gegangen, während die hier einen Haufen Zivilisten mittlerweile haben. Oh, Sven bringt Öl. Ölfläschchen wird langsam auch so eine Sache. Wobei, wir haben noch mehr als genug Öl im Tempel selber. Ja, da wird alles gut. Der hat irgendwie eine rote Hose an. Ah ja, die Mayas da mit ihren Tiger-Federmasken. Also das sieht da irgendwie aus wie ein Panther. Das sieht aus wie irgendein Vogelschnabel, den sie da auf dem Kopf tragen. Und sehr viele Federn. Ah, das heißt zum Beispiel Indianer. Wenn ich mir so einen Indianerkrieger ansehe. Mit einer Feder. Na gut, unsere Krieger sehen am Anfang auch nicht sonderlich toll aus. Dann kriegen sie Hörner und am Schluss kriegen sie Federn. Wobei Wikinger eigentlich, soweit ich weiß, die Hörnerhelme getragen haben. Das war ein Mythos. Und Federhelme sehen eher aus wie Asterix. Na gut, Hermes der Götterbote soll einen Helm getragen haben. Also einen Federhelm getragen haben. Aber da sind wir bei der griechischen Mythologie, nicht bei der nordischen. Ja, Möbel sind noch mehr als genug da. So, hier brauchen noch 2, also 8 Gold. Plus die 4x8, die 32 Gold. Für die restlichen Schützen. Und ja, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir eine Folge extra dranhängen werden. So, was machen die Kinderlein? Die werden bald erwachsen sein. Ja, der erste ist schon erwachsen. Yeah.
Jo. Ja. Zwei Stück fehlen noch. Und Bier ist voll. Und du bist hungrig. Okay, erstmal eine Rolle pennen. Warum hier jetzt schon wieder die Krähen so laut sind. So, das reicht auch schon. So, das heißt wieder auf dem Heimweg. Gut. So, unser Bogenschütze hier ist fertig. So. Das heißt, wir warten aufs Gold. Und dann greifen wir an. Okay, wir speichern dazwischen nochmal und dann greifen wir an. Da kommen meine beiden Händler. Da wäre es fast schon praktisch gewesen, eine Zwischenhandelskette einzurichten, dass ich einfach Geschirr hier lagere, es nach da drüben verkaufe und dahin zurückbringe. Aber ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Solche Missionen hatten wir halt auch noch nie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7 mal 4 ist 28, minus die 2, die jetzt gerade geliefert werden wurden, sind 26. Und ja, ich kann leider die Zeit nicht noch mehr beschleunigen. Ich kann nur näher ranzoomen.
Ja, sie erstmal dann hierhin marschieren lassen und dann einmal ein Nickerchen machen lassen, dass sie gut ausgeruht sind. Lieferst du eigentlich schon wieder Schuhe ab? Nein, noch nicht ganz. Jetzt lieferst du Schuhe ab. Jägerschild steht schon eine Weile leer, ist aber egal. Du hast dann noch genug Leder, dass dein Weg kurz ist. Ja, manchmal ist es schade, dass ich nicht sagen kann, liefer direkt Gold in die Kaserne. Also, dass ich sie von Händlern beliefern lassen kann. So, noch 5, das heißt, ich brauche noch 20 Gold. So, noch 18 Gold. Du bringst auch wieder Gold. Wir haben mehr als genug Gold hier. Mehr als genug Gold hier unten. Ja, das da brennt immer noch. Das ist wirklich ein hartnäckiges Feuer, ey. So, noch 16 Gold. Und ja, ich zähle das Gold langsam, damit die Zeit schneller rumgeht vielleicht. Wobei, sie wird nicht schneller rumgehen, also die Zeit, die die Gold-Jungs brauchen, um Gold zu bringen. Aber, dass ich halt auch was sage in der Zeit, wo wir warten. Die ganze Zeit nur Stille ist auch ein bisschen doof.